dieser präfrontalen Rinde werden all diese Erfahrungen verankert, die ein Kind im Laufe seines Lebens macht. Und diese Erfahrungen werden dann in Form von Netzwerken dort oben abgespeichert. Wie wichtig die Herausbildung dieser, nennen wir es mal, präfrontalen Funktionen ist, sieht man an Untersuchungen, die beispielsweise gemacht worden sind im Rahmen einer sogenannten Marshmallow-Studie. Da hat man 5 Jahre alten Kindern in Amerika vor 20 Jahren an einem Tisch sitzend so ein Marshmallow auf den Tisch gestellt. Das ist eine Süßigkeit. Und alle Kinder hatten so ein Marshmallow das hingestellt bekommen und dann hat man den Kindern gesagt, wenn wer jetzt noch 10 Minuten warten kann, kriegt noch einen. Und gab es eine Reihe von Kindern, die haben gewartet und es gab eine Reihe von Kindern, die haben nicht warten können, die haben das gleich aufgegessen. Und dann hat man sich das aufgeschrieben, wer da gewartet hat und wer nicht gewartet hat und dann hat man diese Kinder groß werden lassen und hat sie dann im Alter von 25 Jahren, also 20 Jahre später wieder aufgesucht und hat geguckt, was aus denen geworden ist. Und halten Sie sich fest, die Kinder, die im Alter von 5 Jahren 10 Minuten warten können, bevor sie eine Süßigkeit aufessen, haben bessere Schulabschlüsse, bessere berufliche Ausbildung, haben bessere soziale Beziehungen, haben bessere Partnerschaften und sind sogar körperlich und psychisch gesünder. Das heißt, wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass Kinder solche Erfahrungen machen, die sie in die Lage versetzen, diese wunderbaren präfrontalen, kortikalen Funktionen besser zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man solche Verhaltensweisen, solche Notlösungen, die die Kinder dann finden, weil sie gar keine andere Möglichkeit sehen, wenn man die dann gleich als Krankheitsbild bezeichnet. Die Kinder können nichts dazu, dass sie in einer Welt aufwachsen, in der Erwachsene vergessen haben, dass sie sich umeinander kümmern müssen. Was wir unseren Kindern bieten müssten, wären Möglichkeiten, nochmal zu entdecken, wie schön es ist, dass man gemeinsam etwas gestalten kann. Dass man gemeinsam etwas entdecken kann, dass man sich gemeinsam um irgendetwas kümmern kann. Nur dann können diese sogenannten präfrontalen, exekutiven Hirnfunktionen entwickelt werden, mit deren Hilfe man dann auch lernt. Und dann führt es auch sogar dazu, dass es einem Spaß macht, dass man sich in andere Menschen hineinversetzt, dass man Handlungen plant, dass man die Folgen von Handlungen abschätzt, dass man Impulse kontrollieren kann und Frustrationen aushält.